Hallo, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Na, ihr lieben Menschen, habt ihr schon bewertet und kommentiert? Nein, so schnell geht das natürlich nicht. Nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück, genießt ein bisschen erst die Salaternte und danach kümmert ihr euch um den Support eurer liebsten Creator auf der Welt, nämlich Gronkh. Dankeschön, dass ihr ihn so unterstützt. Nein, Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Ehrenmann, danke, dass er einmal kurz für den schlechten Joke am Anfang meines Videos hinhalten durfte, musste. Was haben wir denn? Was haben wir denn, Leute? Was haben wir denn? Ich bin hier gerade reingegangen und habe kurz die Queste abgeschlossen. Jetzt müssen wir 100 Minze verkaufen. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir hier. Jetzt wird Minze vertickt. Da ist sie schon. Ich sehe sie. Aus der Ferne kann man sie schon sehen. Das stinkende Arschgewächs. An sich ist Minze ja ganz geil, ne? Aber andersrum gesehen, naja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den ganz normalen Verkaufsflow und arbeiten uns wieder komplett runter. Öffnen das Geschäft. Was? Hat jemand gekündigt? Fehlt mir jetzt schon wieder ein Mitarbeiter? Oder? Nee. Oder? Nee, noch sind alle da. Aber Maiden, Aiden... Ich weiß nicht, ich sehe die Tage nicht so genau. Egal, werden wir sehen. Wir kriegen dann eine Meldung. Ne? So, dann machen wir jetzt erstmal die Regale wieder ein bisschen voll. Nehmen, was da kommt. Wir nehmen, was da kommt. Ach, die Regale sind ja relativ voll, hä? Aber guck mal hier, der glänzende Grünkohl, der glänzende Spinat, die Top-Qualitäten. Top-Qualitäten werden wir nur noch verkaufen hier. Das ist... Ja, der Laden lübt. Kann man nicht anders sagen, ne? Aber wir lassen die natürlich erstmal da ihr Geschäft machen, ihr Zeug machen. Oh, guck mal, ey, was für gute Qualitäten, wie es hier leuchtet, hä? Jetzt weiß ich halt nur nicht, warum, wofür gilt das? Wie sehe ich, ist das mit den Nährstoffen, das ist mir ein bisschen komisch, weil ich jetzt nicht weiß, sind die jetzt da drin für immer, ne? Oder sind die dann nur für ein Grow sozusagen, pro Feld, oder? Ich hätte da gerne Anzeige von, ne? Dass ich da irgendwie interpretieren kann. Das wäre halt sehr schön. Die wunderbare Interpretation. Naja, packt ihr mal erstmal ein hier. Ihr müsst schon mehr kaufen, ne? Ihr müsst schon mehr kaufen. Bin ich einfach mal hier. So, guck mal. Dann können wir schon mal anfangen, ein bisschen Minze mit reinzunehmen. Das neue Zeug. Da muss ich jetzt natürlich mal eben dann auf den Preis gucken. Machen wir mal 7 Dollar. Und beobachten das mal ganz kurz. Wer hat denn Lust auf eine Runde Minze? Okay, Minze 7 ist ihm zu teuer. 6. Gehen wir mal auf 6. Dann schauen wir mal. Da rennt doch einer zur Minze, ganz euphorisch. Was? Okay, Minze 5. Wow. Wow, das ist eine Top-Minze, ne? Das ist hier, der Dentagard-Biber benutzt sie für seine Zahnpasta. So, guter Fang. Passt ins Budget. Alles klar, 5 Dollar Minze. Preis ist gesetzt. Ich greife da mal rein und guck mal, was kriegen wir da raus. Sabilikum. Ah, wunderschöne Basilikumbüsche. Klein gehackt. Rauchbereit.
Ich kann die Kiste hier nicht einsammeln. Irgendwas stopft da, irgendwas hängt da zusammen drin. Besonders qualitativen Römer hätten wir hier noch. Alter, habe ich hier Grünkohl jetzt. Dafür brauchen wir ein paar neue Ladenregale bald. Aber hier, guck mal. So, jetzt geht's vielleicht ein bisschen. Jetzt haben wir es ein bisschen befreit. Regale. Ausrüstung hier. Kaufen wir mal noch eins. Aber das ist auch das Regalinventar. Hätte der nicht einfach ein Inventar machen können, so dass man halt ein Regal in der Tasche hat? Aber okay, es ist ein gutes Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen für Wachstum, wenn man neue Regale hat. Regal kollidiert mit einem anderen Objekt. So, jetzt aber nicht mehr. Aber das nehme ich auch mal hier. So, dann zack. Und Spinat. Erobert die Regale. Oh, besondere Qualität der Basilikum. Oh, ich habe Basilikum gar keinen Preis festgelegt vorhin, ne? Ja. Ist natürlich sehr billig, was wir hier verkaufen wieder. Basilikum 12. Gucken, ob den einer mitnimmt für 12. Den guten Qualitätsbasilikum. So, was sagst du? Ist der gut, der Preis, oder? Er nimmt noch mit für 12. Geh ich mal auf 14. Warte mal. Hat sie jetzt für 12 oder für 14 gekauft? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal im Auge behalten ein bisschen. Noch Minze. Nehmt ihr das mit? Der Geldbeutel sagt nein. Okay, dann Basilikum 12. Okay, passt. Doodle da da da, doodle da da. So, wie sieht eigentlich mein Samennachschub aus? Ist auch noch genug da. Na gut, die kommen jetzt natürlich auch mit der Ernte nicht mehr hinterher, ne? Aber Basilikum und Minze verkaufen sich auch ganz gut, also... Ich würde sagen, wir fokussen jetzt bei der Nachbestellung der Samen erstmal, fokussen wir so ein bisschen Basilikum und Minze einfach wegen Verkauf. Ne, dass wir die anderen Sachen erstmal so ein bisschen rauslaufen lassen.
dass die Idioten, die hier so ein bisschen idiotisch vor sich hin pflanzen. Aber wir könnten vielleicht mittlerweile auch schon mal ein neues Becken dazu holen, ne? Finde ich. Ich finde, wir könnten mal ein neues Becken dazu holen mittlerweile. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt so langsam, aber sicher hier auf den Trip hier mit ihrer Pflanzung und so. Dann kommen da natürlich Nährstoffe, müssen wir auch noch bestellen. Top-Nährstoffe aus top-nährstoffproduzierenden Produzenteneinrichtungen. Alle Verkaufsregale sind schon wieder leer. Ja, meine Güte, dann... Also, dass es keinen Ladeneinräumer gibt, das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist natürlich, man will alles selbst in der Hand haben irgendwie, aber ich könnte ihm ja auch einfach sagen, Junge, räum mal das Regal ein, ne? Raus aus dem Montagebereich. Ja, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir machen hier so ungefähr, machen wir so eine zweite Reihe auf oder was. Aber wo am besten? Das hier geht ja ungefähr bis zu dem Fensterding. Machen wir es so. Oder? So. So ungefähr. Okay, dann brauche ich Nährstoffe einmal kurz dafür. Guten BWB Blends. Ich kümmere mich jetzt gerade nicht um Laden absichtlich, ne? Einfach um hier ein bisschen. So. Einfach mal, um da so ein paar Blöppel reinzukriegen. Ah, der Römer. Da machen wir doch mal das Römerregal wieder voll. Ernte könnte natürlich ein bisschen schneller hinterherkommen. Aber er macht hier gute Pflanzungen. Gut, gut. Läuft erstmal. Läuft erstmal. Also ihr wisst, ich mache dann hier, dann lasse ich, weiß ich nicht, hier unten lassen wir dann eins weg am Ende der Reihe. Damit wir hier so einen leichteren Zugang haben. Und dann können wir hier so links, rechts, dann müssen die auch alle laufen können. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen Platz zum Rumgehen. Ich hoffe, dass das dann so funktioniert und wir dann da einfach weiter unsere Pflanzensysteme einbringen können. Ja. Ah, Sonnenlicht. Wunderbar. Jetzt frage ich mich eh, warum wir keine speziellen Lampen oder sowas haben, ne? Das wäre ja eigentlich so, naja, lampig und so, ihr wisst schon. So,
Ich musste ganz kurz, ich war abgelenkt. Da bin ich wieder. Musste husten, niesen. Nieshusten hatte ich. Ich hatte Nieshusten, ganz fiesen. Was habe ich in deiner Hand? Rucola. Ja, dann rein damit, mit dem alten Ruckel. So, achso, wir können die Ladentür aufmachen, dann kommen auch Leute rein, ne? Können wir weiter unsere Quests verfolgen. Ja, wie gesagt, wir gehen hier ein bisschen weg, dann hier ist noch Römer, Basilikum, hier ist noch ein bisschen Spinat mit drin und so. Aber wir kaufen bei Samen jetzt dann erstmal Minze und Basilikum, um das ein bisschen zu forcieren. Helfen vielleicht selber mal noch ein bisschen mit. Oh, wie sieht denn eigentlich Basilikum aus? Hier, ich habe eine. Okay. Normale Qualität. Haben wir so viel Basilikum in normaler Qualität? Basilikum wächst offensichtlich sehr gut. Alten Minzhaufen hier. Oh, ich helfe dir mal ein bisschen beim Ernten. Hier noch irgendwo Minze in normaler Qualität. Basilikum ist es. Ich dachte, das wäre. Aber Minze ist so ein bisschen schminziger, ne? Naja. So ein bisschen krauseliger irgendwie. Ihr wisst schon, was ich meine. Guten Basiliskum, ey. Achso. Schade, dass man nicht mixen kann. Das ist eigentlich cooler. Aber okay. Wir haben genug Regale erstmal. Müssen wir hier noch den Rucola wegschaffen. Box. Verkaufe Minze. Wir müssen das normale Zeug erstmal noch loswerden hier. Wir brauchen Platz für neue Pflanzungen. Neue Samen. Das kriegen die ja schon hin hier, ne? Ich meine, mittlerweile sind wir ja relativ gut bepflanzt eigentlich. So, schmeißen wir mal die leere Kiste weg. Hier haben wir noch was Feines, ein bisschen Minze.
Ne, da könnte ja auch mal jemand reinpflanzen, langsam aber sicher hier. Rucola, Rucola, warum haben wir noch so viel Rucola hier und... Das muss alles weg, damit da hier nicht zwischengepflanzt wird. So, Saatgutpflanzenbeet. Saatgut. Kaufen wir das mal. Kaufen wir das mal. Achso, nee, dann nehmen wir doch meine große hier. Dann nehmen wir doch meine große. Achso, nee, Quatsch. Für Samen brauchen wir ja nichts. Aber er geht schon pflanzen. Aber er geht... Wo geht er hin? Wen peilst du an? Da hinten irgendwo. Okay, okay. Haben wir die Hälfte schon fast verkauft. Haben wir ja die Hälfte schon fast... Aber es ist langsam hier Ernteprobleme, glaube ich. Ich glaube, wir kommen langsam mit der Ernte nicht mehr hinterher. Einige sehen aus, als kämen sie direkt aus dem Kirchensimulator. Wahrscheinlich gerade die Beichte abgegeben. Nun, wann gebt ihr eure Salatbeichte ab? Seid nicht wie Salat, sondern seid wie ihr seid. Und denn Salat, wisst ihr, was Salat nicht macht? Bewerten und kommentieren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das machen. Das wäre super cool. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Denn da machen wir noch mehr Salat. Vielleicht mache ich noch einen, so ein Röhrending hier. Ob das jetzt irgendwie was bringt, weiß ich noch nicht. Finden wir raus. Wir werden Level für Level steigen und werden dann, wenn wir die Minzen verkauft haben, da müssen wir nämlich nur 8000 besitzen und das kriegen wir locker hin. Also wir müssen eigentlich nur noch ein paar Minzen verkaufen und ein paar... Wieso habe ich denn 200 auf dem Schirm gehabt? Wir müssen ja gar nicht mehr so viel verkaufen. Moment mal. Nee, dann seid aber nicht wie Salat. Dann machen wir das jetzt noch fertig so. Das sehe ich aber gar nicht mal ein hier. Wo ist denn Minze? Hier ist noch mehr Minze. Bringt mir Minze. Das kriegen wir aber noch hin heute. Nee, also Folge beenden, so nicht. Minze, Rucola, nee, 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 wo ist Basilikum? Minze und Basilikum. Von bester Qualität, aber ich brauche auch den normalen, sonst verkaufen wir ja nichts. Dann hole ich mir jetzt Basilikum irgendwo. Wird ja wohl noch da sein. Wird ja wohl noch ein bisschen Basilikum haben hier. Nächste haben wir schon mal besonderen Basilikum. So, Minz habe ich doch gerade irgendwo gepflanzt gesehen hier, höchstpersönlich. Qualitätsminze hier. Bist du auch eine Minze? Normale Minze. Aber mit der Minze, die ich gerade da reingehauen habe, dürfte das eigentlich noch machbar sein heute. So. Siehst du, da haben wir schon mal den ersten fertig. Ist jetzt noch nicht verkauft, aber... Ich dachte, ich war bei 200 im Kopf irgendwie.
Ich war, in meinem Kopf war ich bei 200 Stück. So, jetzt müssen wir nur noch 7 Minze verkaufen. Hier sind noch 2 drin. Da sind auch noch 5 oder was? Müsste eigentlich reichen, ne? Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen Minze finde. Was ist das hier? Es ist doch Minze hier, oder? Ja. Kauft doch gerade einer eine Minze. Das wird gerade vom Mitarbeiter. Das E-Basilikum. Naja, so, 100 Minzen. So, Anspruch. Anspruch. Boom. So, die Salaterweiterung. Kopfsalat, Eisbergsalat, Kopfsalat, Eisbergsalat, Kopfbergsalat, Eisbergsalat. Okay. Das heißt, danach kriegen wir erst... Haben wir auf jeden Fall eine gute Kiste gekriegt. Pflanzbeet kriegen wir noch nicht. Also, jetzt haben wir neuen Saatgut-Dings. Das heißt, darauf fokussieren wir uns erstmal. Danach kommen Fische, Nährstoffe. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall noch 2 so Türmchen. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, herzlich fürs Zusehen. Alles, was ich vorhin gesagt habe, gilt für jetzt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.